Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer Football-Manager-Karriere mit der TSG Hoffenheim. Heute steht zuerst mal das Rückspiel an in der Qualifikation für die UEFA Conference League. Und wir können endlich mal wieder aus dem Vollen schöpfen. Kasatay und auch Van der Bremt sind beide wieder fit, können beide wieder spielen und natürlich spielen dann beide auch. Ne? Das ist ja klar, die sind Stammspieler bei uns. Die müssen rein, die müssen zeigen, was sie können. Am überlegen, ich tue mal Smolcic und Kadaşabek rein, weil wir brauchen nicht zwei Rechtsverteidiger. Justvan kann es ja auch. Und ansonsten gehen wir mit dieser Mannschaft rein. Wir haben jetzt Hinspiel 3-0 gewonnen, also sieht gut aus und trotzdem möchte ich eigentlich auch hier zu Hause nochmal gewinnen, egal wie hoch. Hauptsache wir gewinnen und holen uns noch mehr Selbstvertrauen für die Liga. Was eine erste Halbzeit, es steht 3-3. Wir haben auch noch einen Elfmeter extra verschossen, also was hier passiert ist geisteskrank. Wie Sion hier überhaupt schon 3 Tore hat aus 3 Schüssen, ist auch geisteskrank. Aber an sich bin ich mit der Leistung ganz zufrieden. Das ist wirklich okay. Wir müssen uns halt nur noch belohnen und dieses Spiel irgendwie gewinnen. Wir sind in der 88. Minute. Es steht 5-5. 5-5. Absolut Wahnsinn. Die zweite Halbzeit war nicht mehr ganz so gut. Wir haben mehr zugelassen. Und jetzt holen wir uns hier doch noch wahrscheinlich den Sieg. Ich sage hier noch gar nichts. Hier, dieses Spiel ist komplett wild. Es ist ganz, ganz komisch. Aber wir gewinnen tatsächlich mit 6-5 das Rückspiel gegen Sion. Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Wir haben dreimal haben wir den Vorsprung hergegeben und am Ende kommen wir nochmal selber zurück nach einem Rückstand. Absolut Wahnsinn. Ganz, ganz komisches Spiel. 11 Tore fallen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber wir gewinnen, das ist das Wichtigste. Wie ist ja erstmal egal. 5 Gegentore, aber halt auch 6 geschossen. Das muss man mal sehen. Also richtig geil. Und das hier sind tatsächlich unsere Gegner. Nur 6 Spiele in der Conference League. Warum denn nicht 8? Ich dachte, wir haben immer 8 Spiele im neuen System. Aber es sind nur 6 Spiele, okay. Und zwar gegen Celta Vigo, dann gegen Adana Demirspor aus der Türkei, Bournemouth, Rosenborg, Apollon Limassol aus Zypern und den PSV Eindhoven. Ja, die sind natürlich stark, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, einfache Gegner sind es nicht wirklich, ne? Gerade Vigo, Bournemouth und PSV, die können auf jeden Fall was. Aber klar, wir müssen natürlich, ist das Ziel für uns, in die Top 8 da vorne reinzukommen. Dass wir direkt nicht nochmal durch so eine extra Runde müssen, sondern direkt qualifiziert sind für das Achtelfinale, glaube ich dann. Und jetzt geht's rein. Die Bundesliga geht weiter. Wir spielen zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim. Das ist eigentlich ein Pflichtsieg, aber man darf nicht vergessen, die sind gut reingeschaltet. Die sind auf Tabellenplatz 5, sind noch ungeschlagen in dieser Saison. Und trotzdem wollen wir hier natürlich den nächsten Sieg holen, wollen uns den vierten Pflichtspielsieg in Folge holen. Das ist hier ganz, ganz wichtig, dass wir das schaffen. Das wäre echt schön. Und jetzt würde ich sagen, haben wir alles gemacht. Wir gehen rein gegen den ersten FC Heidenheim. Heidenheim hat hier einen Freistoß durch Jan-Niklas Beste in Minute 11. Der kann die Freistöße, aber Baumann ist ein guter Mann und lenkt ihn zur Ecke. Er war, glaube ich, nicht einfach zu halten, auch wenn er in der Torwart-Ecke war. Das ist immer ganz eklig, weil der Torwart ja an sich nicht damit rechnet, dass der Ball durch ihn geht. Aber Heidenheim kommt auch nach der Ecke. Pick. Wir blocken erstmal ab und können uns befreien. Sehr gut. Das ist aber wieder nicht gut und jetzt gibt's Rot. Jetzt gibt's Rot für Ben Doak. Oh nein, ist das dumm. Warum grätscht man denn dort von hinten rein an der Mittellinie? Es sind noch so viele Leute hinten. Ach nee, ist das dumm. Och bitte. Ach, das ist ja Kreisliga, ist das ja. Also das... Nee, das lernt man in der F-Jugend, dass man das nicht machen muss. Wirklich. So unfassbar dumm und schlecht. Ben Doak, wirklich. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir es umstellen wollen. Wir müssen Bischof rausnehmen und dafür einen Flügelspieler reinbringen. Mika Bauer. Der kommt jetzt auf den rechten Flügel. Boah, nee, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Da müssen wir jetzt Kasatay ein bisschen offensiver schicken. Dass er da vorne ein bisschen was mitmacht. Aber das ist natürlich jetzt eine Mega-Schwächung, in Minute 16 rot zu bekommen. Und Heidenheim kommt gleich per Ecke und trifft. Klasse, wirklich. Klasse, Ben Doak. Du bist erstmal draußen für die nächsten Wochen. Also sowas Dummes, der macht uns hier das ganze Spiel kaputt, wirklich. Wir kommen nochmal zu einer Ecke kurz vor der Halbzeit. Bisher ist sonst hier gar nichts passiert offensiv bei uns. Aber ist klar, ne, mit so einer roten Karte, das ist nicht einfach. Aber jetzt sind wir da und treffen durch Cesare Kasatay. Aus dem Nichts. Aber genau das müssen wir mitnehmen in so einem Spiel. Genau sowas müssen wir jetzt mitnehmen. Sehr, sehr gut. Aber jetzt kommt auch Heidenheim in Durchgang 2 gleich wieder per Ecke. Die haben da vorne auch getroffen. Beste Meloni, der ist der Torschütze von gewesen. Mein Kahn nochmal die andere Seite mit Föhrenbach. Gehen wir mal ran, oder wie? Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, nee, wirklich. Der kann da in den Strafraum reinspazieren. Was zur Hölle ist das denn? Warum? Da ist... Also, nee, wirklich. Das kannst du dir ja nicht angucken, diese Abwehr. Das ist ja so schlecht. Und jetzt ist auch noch Mika Bauer verletzt. Ja, klar. Nee, ehrlich. Richtig geil. Jetzt kommt Maxi Bayer nochmal auf den Flügel rein.
super, wirklich richtig geiles Spiel hier. Wir sind inzwischen kurz vor Schluss. Heidenheim kommt nochmal. Wir machen echt das nicht so schlecht, haben so viele Chancen auch. Aber machen halt leider jetzt keine rein. Und bei einer roten Karte muss man dann eben so kaltschnäuzig sein, wie es nur irgendwie geht. Und das sind wir nicht. Heidenheim war das vorhin. Und jetzt wird gleich Schluss sein. Ja, bitter. Was ein bitteres Spiel. Die rote Karte macht uns erstmal alles kaputt. Und dann sind wir trotzdem nicht schlechter eigentlich. Ist ein ausgeglichenes Spiel. Obwohl wir ein Mann weniger sind. Und verlieren am Ende trotzdem dieses Spiel. Wahnsinn. Wir bleiben ohne Heimpunkte dieser Saison. Und es ist einfach nur mega bitter, was bisher hier in dieser Saison passiert. Ja, und jetzt gegen den BVB gehen wir einfach mal ohne rechten Flügel rein. Ne? Doke gesperrt, Bauer verletzt. Das ist doch wirklich klasse hier, ehrlich. So, und jetzt habe ich mich noch dazu entschieden, dass Max Mürstedt ausgeliehen wird. Wir haben dann Angebote vom HSV bekommen. Und ich habe mir gedacht, ja, der wird eh nicht so viel Spielzeit bei uns bekommen. Oder ist es besser, wenn er ausgeliehen wird? Wir haben ja auch noch Maxi Bayer, der als Stürmer dann spielen kann. Also das ist kein Problem. Und dementsprechend geht er jetzt erstmal für eine Saison zum HSV. Und jetzt hat Juan Miranda seinen Vertrag verlängert. Der hatte ein Angebot bekommen von Leipzig, was der Ausstiegsklausel, die er hatte, die war, glaube ich, 25 Millionen, entsprochen hat. Und er wollte aber mit uns auch nochmal neu verhandeln. Und dann habe ich ihm einfach sehr viel Gehalt gegeben. Das ist klar, aber ich wollte ihn unbedingt halten. Und vor allem das Wichtige ist, er hat jetzt keine Ausstiegsklausel mehr im Vertrag. Ne? Also der muss jetzt wirklich dann ein gutes Angebot, muss da jetzt reinkommen, dass er verkauft wird. Und das geht mir sowas von auf und sagt, Dortmund will unbedingt Anton Stach. Aber ich will die nicht hergeben. Das ist jetzt bestimmt schon das fünfte Angebot, was die hier geben. Oder abgeben. Das nervt mich inzwischen einfach nur noch. So, und jetzt am vierten Spieltag steht wahrscheinlich das schwerste Spiel bisher an. Und das Problem ist, wir haben erst 3 Punkte. Das ist, wenn man vor allem auf unsere Gegner bisher schaut, nicht gut. Das ist kein guter Start in die Saison. Und in Dortmund wird es jetzt, wie gesagt, nicht wirklich einfacher. Gerade eben wollten sie noch Anton Stach. Vielleicht sehen wir ja in dem Spiel, warum sie ihn wollten. Ne? Vielleicht zeigt er ja hier eine Monsterleistung. Wir können eigentlich ja nur hoffen, dass es so passiert. Weil wir brauchen unbedingt Punkte. Bei der BVB kommt gleich mal über Schlotterbeck. Sie spielen das doch ruhig hinten rum. Und spielen es dann aber schnell vorne. Moukoko, und der schießt zum Glück daneben. Oh, das wäre schon wieder ein super Start hier rein gewesen. Wir haben den Freistoß. Miranda. Und der haut ihn rein. Was ein Tor. Juan Miranda, wir führen in Dortmund. Wahnsinn. Aber der BVB... oh, ich kann nicht reden. Der BVB macht hier weiter. Dubasin. Erstmal geblockt. Aber wir bleiben nicht im Ballbesitz. Wir kommen nicht hinten raus. Ein Matcher. Ah, doch, okay, wird nicht mehr gefährlich. Sehr gut. Und jetzt haben wir nochmal eine Ecke kurz vor der Pause. Stach. Erstmal rausgeköpft. Savio. Und jetzt gibt's 11 Meter. Wofür denn jetzt, bitte? Also ich meine, das würde ich mitnehmen, aber das sah absolut nicht an einem Elfmeter aus. Aber es gibt 11 Meter. Gut, das ist die Riesenchance. Ist es wieder Juan Miranda, wie vorhin beim Freistoß, der ihn reinmachen kann? Ja, bitte, bitte. Und er macht ihn rein. 2:0 vor der Pause in Dortmund. Das ist so unverdient. Aber das ist mir scheißegal. Ist das hier geil? Okay, und jetzt haben wir die ganze zweite Halbzeit, die wir das jetzt hier verteidigen müssen. Oh Gott. Und jetzt gibt es Ecke für den BVB. Rote. Und da ist die erste gute Möglichkeit. Aber Baumann ist noch da. Können wir hier was aufbauen? Oder wie? Savio? Orban, das ist noch nach dieser Aktion gerade eben. Wir spielen es von hinten gut raus. Ja, und dann kommt so eine Flanke. Die ist natürlich nicht gut. Und jetzt ist der BVB wieder im Ballbesitz. Das habe ich mir so auch nicht vorgestellt. Can und Sabitzer. Und jetzt haben sie mal ein bisschen Platz. Marius Wolf. Das ist gut von Sildia. Aber Dortmund bleibt wieder dran. Wolf und Moukoko ist frei durch. Das ist viel zu leicht. Da ist niemand bei ihm. Unsere IV pennt dort komplett. Es müsste Itakura dann hier sein. Der hier kommt, oder auch die 16er auch stark. Die 5 sind alle mit beteiligt. Das ist einfach nur mega schlecht verteidigt. Ecke für uns, Bischoff. Erstmal rausgeköpft, wieder Tom Bischoff. Nochmal Savio mit Stach und Miranda, der Doppeltorschütze, versucht zum dritten Mal, aber trifft diesmal leider nicht. Freistoß für uns. Ist es wieder Miranda? Nee, Tohumtu tritt den diesmal. Wird wahrscheinlich auf den Langpfosten kommen. Genauso ist es. Erstmal geklärt und dann Bayer an den Pfosten. Riesenmöglichkeit und jetzt der Konter für den BVB mit König. Aber es wird nicht gefährlich. Okay, Abschluss für uns, Baumann. Das ist nicht gut. Wir können jetzt hier locker den Ball verlieren. Brömel, Bischoff, Orban, wir spielen es erstmal gut und dann sowas. Und jetzt ist Moukoko mit Wolf und der schießt drüber. Oh Gott, wieder Abstoß. Nicht wieder genau das gleiche, bitte. Brömel, Bauer verliert erstmal den Ball. Wir bleiben aber nochmal da. Bischoff und dann, ja, ist Rote davor. Bauer am Ball. Opa, viel Pass. Opa, 3-1. 77. Wir nutzen den Fehler eiskalt aus. Und erhöhen aufs 3-1. Das ist, wie gesagt, unverdient. Aber genau sowas brauchen wir. Wir wechseln jetzt nochmal ein bisschen Zeit auch von der Uhr natürlich. Ist das geil. Jon und Antwerp Jay kommen nochmal. Dortmund hat, glaube ich, eine Ecke. Wird aber nicht gefährlich. Und wir haben weniger als 10 Minuten jetzt noch zu gehen. Wir haben es gleich geschafft. Aber Dortmund kommt nochmal. Es sind noch ein bisschen mehr als 2 Minuten. Sie bauen es nochmal auf. Über Schlotterbeck und Tom Rothe. Moukoko. Ja, das ist gut. Just waren. Wir sind erstmal im Ball. Das ist auch alles ein bisschen Zeit hier.
Sildia, jetzt greift Dortmund hoch an. Jetzt pressen sie hoch. Können wir uns befreien? Über Justwan vielleicht. Julian Justwan, ja, das klappt. Justwan. Und dann ist da Brömes. Diesmal gibt es keinen Elfmeter, aber den Konter jetzt für Dortmund. Moukoko. Moukoko, der ist so gut. 4-2, 3-2. Und es sind noch circa anderthalb Minuten. Das gibt's doch nicht. Aber jetzt ist Schluss. Wir gewinnen auch in Dortmund. Holen uns den zweiten Auswärtssieg im zweiten Auswärtsspiel. Wie gesagt, es ist unverdient, ne? Aber ja, das könnte mir nicht egaler sein. Ist das wichtig? 6 Punkte jetzt nach 4 Spielen, das ist okay. Ne, gerade wenn man sieht, dass wir in Dortmund gewonnen haben. Aber es hätte halt auch noch deutlich, deutlich mehr sein können gegen Stuttgart und Heidenheim. Einfach schwache Leistungen da von uns jeweils. Aber wir stehen gut da, ne? Wir stehen einfach mal auf Rang 7. Das hätte ich so jetzt nicht erwartet, aber das nehmen wir absolut mit natürlich. Und dann würde ich sagen, war es jetzt auch schon wieder hier mit dieser Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Aktiviert auch natürlich super gerne die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.